Hoffentlich funktionieren die. Was sagt dir dein berühmter Instinkt jetzt? Schätze, wir sollten auf alles gefasst sein. Da ist doch nichts dabei. Gib's zu, du rostest etwas ein. Beim Blute Gottes. Was könnte hier passiert sein? Unsere Verrückten wieder, würde ich sagen. Wer weiß, wie viele sie bei ihrer Flucht getötet haben. Sieh mal da. So eine wahllose Metzelei. So etwas habe ich noch nie gesehen. Ihr Amoklauf wird immer schlimmer. Der Ausgang ist auf der anderen Seite. Suchen wir einen anderen Weg durch. Waffen raus. Rebell erledigt. Wir sind durch. Das Tor ist offen, wir können hindurch. Augen auf. Scheiße! Wir kriegen Ärger. Oh, ihr vergisst euch! Ziel erledigt! Halt die Augen auf. Vielleicht sind da noch mehr. Muss nachladen. Da oben, auf dem Generator. Ja.
Rebellen neutralisiert. Verdammt! Wir sind fast da. Hoffen wir, dass wir unterwegs nicht mehr abgelenkt werden. Zum Krankenhaus geht's hier lang. Hier lang. Was ist es? Mit wem spricht Percival da? Niemand. Irgend so ein Typ von der Straße. Los jetzt. Nicht mehr lange und die Lykaner sammeln sich und kommen zurück. Tja, so viel zum Royal Hospital. Kaum zu glauben, dass das mal unser modernstes Krankenhaus war. Diese Patienten wurden misshandelt. Hier haben nicht nur die Lykaner gewütet. Die Zeit hat ein Übriges geleistet. Hast du was gehört? Wir haben Gesellschaft. Ich könnte schwören, da hat wer was gesagt. Oh Mist, verdammt! Rebell erledigt! Was in aller Welt haben die hier gemacht? An diesem Krankenhaus könnte mehr dran sein, als wir dachten. Wir sollten weitergehen. Gray, einer sollte den Keller durchsuchen. In Ordnung. Ich gehe nach unten. Okay, ich gehe hier lang. Melde dich, sobald du etwas findest. Hey,
Egrain, melde dich. Im Keller ist der Strom ausgefallen. Dir ebenfalls. Geh vorsichtig weiter. Ausnahme bildet eine tiefe Stichwunde durch eine große Klinge. Die Position der Wunde direkt über dem Herzen des Objekts legt eine absichtliche Verwundung des besagten Organs nahe. Die Bestimmung der Todesursache ist schwierig. Es ist unwahrscheinlich, dass das Objekt ein... Gerne. Ich glaube, ich habe hier... Nochmal, Izzy. Ich kann dich kaum verstehen. Das solltest du dir mal ansehen. Izzy! Problem.
Verdammt! Ja, ich bin's, Izzy. Ich habe dich verloren. Wo bist du? Triageraum. Hier ist dein Ziel. Ein Älterer. Älterer? Hier? Das ergibt keinen Sinn. Beeilen wir uns. Das Halbblut ist verletzt und er ist noch blutlos. Kriegst du das Tor auf? Ich versuch's. Versuch es irgendwie aufzubrechen. Ich räume den Schutt hier weg. In Ordnung. Ray! Na los! Izzy! Izzy, bleib bei mir. Komm schon, Izzy. Trink.
Gray, es tut weh. Easy, alles wird gut. Viel länger halte ich das nicht durch. Nicht dieses Leben. Nicht anstrengen. Wir verdienen was Besseres. Du und ich, gemeinsam. Etwas Besseres. Hey, sie! Schon wieder diese Frau. Nein. Greg, die Station. Nach links, da ist etwas, das du sehen musst. Was ist es? Was haben die Rebellen vor? Ruh dich aus, Liebes. Ich verstehe kein Wort. Ein Foto von Lord Hastings. Sie organisieren sich. Frachtliste der Agamemnon. Die ganze Fracht ist für Amerika bestimmt. Der arme Kerl ist bis zur Unkenntlichkeit verbrannt. Er wurde bestimmt erst gefoltert. Schlaf, mein Kind, in sanftem Frieden die ganze Nacht. Edle Ritter schickt der König die ganze Nacht. Die Zeit zum Träumen naht herbei, Tal im festen Schlummer. Meinen Liebsten steh ich wache die ganze Nacht. In der Wachsamkeit der träumenden Dame
wenn die müde Welt sich schlafen legt, die ganze Nacht sanft über deinem Geist entwendet, Bilder voller Freude entstehen. Haucht ein reines, heiliges Gefühl die ganze Nacht. Edle Ritter wachen über dich die ganze Nacht, behüten dich in deinem Schlaf. Die ganze Nacht, deine Furcht und Ängste nehmen sie, keine Sorgen sollst du haben. Sie vertreiben jedes Übel, die ganze Altes Indien-Uniformen. Ohne Ringe oder Abzeichen an den Ärmeln. Das muss es sein. Alle Vertreter der südlichen Gruppen. Wir werden uns in den nächsten Wochen versammeln. Vorladungen und weiterführende Anweisungen werden an die entsprechenden Orte weitergegeben. Es sollte beachtet werden, dass bezüglich einiger Mitglieder von Seiten der Polizei und der königlichen Armee Nachforschungen angestellt wurden. Letztere ist besorgniserregend und sollte nicht leicht genommen werden. Daher rate ich allen, im Umgang mit neuen Bekanntschaften vorsichtig zu sein. Obwohl wir uns auf den Orden und seine Reihen konzentrieren sollten, schlagen wir vor, dass ebenfalls Informationen zur neu organisierten Rebellion gesammelt werden. Ihre Lager erscheinen zu gut verwaltet und koordiniert, was auf eine Aufsicht oder Hilfe von außen deutet. Das würde auch ihren plötzlichen Wiederaufstieg erklären. Komm, Izzy. Ich helf dir hoch. Ganz langsam. Wie lange war ich weg? Ich habe mir langsam Sorgen gemacht. Galahad, wo in aller Welt hast du gesteckt? No. Percival, wir könnten ein ziemliches Problem haben. Was gibt's? Zuerst ruf Nicola. Wir brauchen Waffen. Die Rebellen haben die psychiatrische Anstalt als Versteck und Ausbildungsgelände verwendet. Es gibt Hinweise, die eine mögliche Bedrohung der Vereintes Indien Company andeuten. Und Lord Hastings. Ich sag's dir doch, mir geht es gut. Du brauchst noch Zeit, um dich zu erholen. Ganz sicher, Gray. Mir geht es fantastisch. Wirst du irgendwann einmal einen meiner Ratschläge befolgen, Izzy? Du kennst die Antwort auf die Frage. Aber zuerst bräuchtest du Vaters Segen.
mein Freund Galahad. Nun, Marquis, sind Sie gar nicht um mein Wohlergehen besorgt? Oh, Mademoiselle, ich habe keinen Moment gezweifelt, dass Sie es den Schurken zeigen würden. Das Gleiche kann man von Ihrem galanten Ritter nicht behaupten. Kein Wort zu niemandem, Nikolai, ist das klar? Wie Sie wünschen, das ist sehr riskant. Was habe ich gesagt, Monsieur? Wir hätten euch fast schon aufgegeben. Wir wurden länger aufgehalten. Kommt, uns bleibt nicht viel Zeit. Sir, das hier ist auch für Sie. Es sollte alles funktionieren. Vielen Dank, Nikola. Und die andere Waffe? Ah, ja. Sie liefern immer auf den Punkt, Nikola. Percival, für dich. Vielleicht brauchst du die bald. Die Agamemnon, wie ist ihr Status? Sie hat bereits abgelegt. Unterwegs nach Portsmouth, ihrer letzten Station, bevor sie nach Amerika aufbricht. Und das Sicherheitspersonal an Bord? Wurden sie vor der Bedrohung gewarnt? Soweit wir wissen, könnten die Verschwörer die Wachmannschaft infiltriert haben. Wir müssen das klären, ohne Verdacht zu erregen. Der Rat sollte über die Situation informiert werden. Wir können es uns nicht leisten, den Rat um Erlaubnis zu bitten. Wir müssen an Bord dieses Schiffs. Wie schlagen Sie vor, soll das gehen, Mon General? Sie ist bereits in der Luft. Das dürfte leicht sein. Du liest Gedanken.